Okay. Neues Spiel, neues Glück. Solo wie Candy. Oh, mal gucken. Mal gucken, wo die Reise hingeht hier. Können wir auch mal aufhören, bitte? Futz. So, wo muss man hin? Erstmal hier. Schild hochhalten. Und dann geht's los. Wo hüpfe ich raus? Oh shit, ich. Nein, ich bin nicht mit meinem Vikendi-Skin unterwegs. Ich habe extra für Vikendi einen Skin gemacht. Der ultra weiß ist, sodass man ihn nicht sieht. Wir machen hier Vollgas. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, wie viele in Kranich rausgehüpft sind. Wahrscheinlich ein paar. I'm thinking about there. Hallen sind immer toll. Zum Looten. Da geht man hin. Und dann. Sind ja keine runtergekommen, oder? In der Stadt geht's ab. Hier nicht, oder? Ist hier noch einer? Nee. Bin allein. I like that. Ja. Okay, das ist gut. Bisschen laut gerade alles. Warum ist das so laut eingestellt? Muss ich mal ein bisschen leiser drehen. Boink. Also, was ihr immer als erstes macht, ist, ihr schnappt euch die M4. Waffe hat immer Priorität bei dem Game über alles. Alles andere macht keinen Sinn. Dann geht's weiter mit dem ganzen Gruscht. Also, das wollte ich nicht. Ja, so sieht es gut aus. Und dann wechsle er auf die MP. Weil die einfach als. Also, ich finde MP als Nahkampfwaffen sind mega overpowered in dem Game momentan. Wirklich. Wirklich. MPs sind overpowered in dem Game momentan. Ne, brauchen wir nicht. Mosen, brauchen wir auch okay, das sieht gut aus. Wir brauchen noch mehr 9 mm Muni. Das auf jeden Fall. Passt. Let's go. Wir brauchen noch mal 9 mm Munition. Ja, sind schon recht gut ausgestattet, aber eine 9 mm Muni wäre noch gut. Leichter Griff ist ultramächtig für DMRs und SMGs, finde ich. Weil der leichte Griff sorgt dafür, dass der erste Schuss. Also die ersten zwei Schüsse relativ nah beieinander dran. Und meistens sind die ersten zwei Schüsse, die zählen. Level 3 ist da. Okay, die Brücken sind überergiebig. Was ist das denn? Das wusste ich nicht. Ich brauche 9 mm Muni. Ich brauche 9 mm Muni. Also ich sag's noch mal, ne? Warum spiele ich das Game? Ich finde keine 9 mm Muni. Das ist doch
Wechsel mal auf die M4. Ist nix. Eine Munition für unsere Lieblingsknifte finden, müssen wir was anderes machen. Dann wird's die M4. Passt eigentlich. Gut. Schalli hätte ich noch gerne. Lass mich mal ganz kurz schauen. Wo müsste man hin? Oh mein Gott, wir haben ultra Glück mit der. Wir haben ultra Glück mit der Zone. Erstmal, ich muss mich an der Stelle mal bedanken für alle Abonnenten des Kanals. Falls ihr noch kein Abonnent seid, haut mal auf den Like und auf den Subscribe-Button. Um das schleunigst zu ändern, das wäre gut. Da würde ich mich freuen. Ja, ich freue mich über die vielen Abonnenten. Muss ich jetzt an der Stelle echt mal erwähnen. Ich fühle mich dadurch bestätigt in dem, was ich tue. Jetzt sterbe ich gleich und dann muss ich das Video löschen. Man hört in diese Nachricht gar nicht. Ich muss mich jetzt also anstrengen. Ganz ehrlich, ich finde den Laserpointer, der bringt es halt gar nicht, ne? Was bringt der? Hipfire Accuracy. Als ob ich Hipfire machen würde mit der Knarre. Und die. Auf der anderen Seite? Puh, keine Ahnung. Ich habe halt nichts Besseres, ne? Wir könnten nach Kranich mal reinspazieren hier. Wir könnten nach Kranich mal reinspazieren und gucken. Das Problem mit dem Gucken ist, manchmal ist es das Letzte, was man tut. Das ist euch sicher schon aufgefallen. Ich spiele dieses Spiel eigentlich aus einem Grund nur. Ich habe gegoogelt, was ist der härteste Ego-Shooter, den es momentan gibt. Das war vor anderthalb Jahren. Und ich wünschte ich jetzt nicht, der German Killer 1 ist gestorben. Ich wünschte, ich hätte das nicht getan, weil PUBG ist wirklich knüppelhart für Anfänger. Ich glaube, es ist auch einer der Gründe, wieso viele Leute meinen Videos zugucken, ist, weil ich einfach selbst noch ein Anfänger bin. Und wenn man die ganze Zeit diesen Profis zuguckt, dann ist es halt ultra frustrierend. Aber wenn man so einem Noob wie mir zuschaut, dann ist es vielleicht auch so, dass du sagst, hey, vielleicht schaffe ich es auch. Besser als der bin ich allemal. Also wenn man jetzt so Leuten zuschaut, wie zum Beispiel, was weiß ich, Average Sniper, Wacky Jackie oder TGLN, Tiggleton, wie sie alle heißen, die ganzen Pros, das kann halt dann frustrierend sein, weil man sich mit denen vergleicht, ne? Aber wenn ihr euch mit mir vergleicht, fühlt ihr euch immer gut, weil ich spiele voll schlecht. Ja. Das ist, glaube ich, der einzige Grund, wieso dieser Kanal Zuschauer hat, beziehungsweise wieso sich Leute meine Videos angucken. Schaut euch meine Videos an, dann fühlt ihr euch nie schlecht, weil ich spiele schlechter als ihr. Das ist eigentlich die Takeaway-Message. Muss ein bisschen aufpassen, dass ich mich jetzt nicht vor lauter Gelaber hier ins Off manövriere. Krall hat gerade einen gekillt. Ich finde die Ecke, wo wir hier liegen, eigentlich ganz gut. Lass uns mal hier chillen. Da kann ich ein bisschen philosophieren und falls hier einer vorbeiläuft, dann kann ich den abstauben. Also wie gesagt, das Game ist mittlerweile 6 Jahre alt. Und es sind halt die Leute, die seit 6 Jahren spielen, die sind halt in dem Spiel nicht schlecht. Ja, das ist einfach mal ein Fakt. Und wenn ihr jetzt neu anfangen bei PUBG? Oh oh. Seht ihr das? Wenn ihr jetzt neu anfangt mit PUBG, dann werdet ihr halt in den Server geschmissen, in dem potenziell einige sind in die das Spiel nicht erst seit gestern spielen. Ich glaube, es gibt Matchmaking zu einem gewissen Grad, aber Matchmaking funktioniert nur so lange,
wie Matchmaking funktioniert nur so lange, wie wir auch genug neue Spieler haben, um die anderen neuen Spieler zu matchen. Das bedeutet, wenn es in zu einem gewissen Zeitraum in Deutschland oder in sonst wo nur 5 Leute gibt, die First Person mit Level 2 in einem normalen Server spielen wollen, dann werden halt diese Dudes mit anderen Leuten, die gerade spielen wollen, zusammengewürfelt. Und das sind dann halt potenziell Leute, die schon viel länger gespielt haben. Deswegen tut sich PUBG, glaube ich, beim Matchmaking ein bisschen schwer. Aber eine Beobachtung habe ich gemacht, die finde ich sehr, sehr gut. Und zwar, die Bots wurden besser. Warum ist das gut? Du kannst den Server dann quasi voll machen mit Bots, die halbwegs dem Player-Skill entsprechen. Also theoretisch könntest du die Bots so anpassen, dass die Lobby quasi aus Playern mit demselben Skill-Level besteht und gleichzeitig den Rest mit Bots auffüllen, die so gut spielen wie die Player, die in der Lobby sind. Und dadurch hast du ein besseres, eine bessere Möglichkeit, diese Spielerfahrung zu verbessern, ne? Weil die Spieler nicht irgendwie die ganze Zeit von irgendwelchen Level, Tier 5, Level 300 Leuten weggewämst werden. Ein großes Problem gibt es immer. Das gibt es aber, glaube ich, in jedem Game. Und ich glaube, da ist PUBG sogar ein bisschen besser als viele andere Spiele, die ich so gesehen habe online. Und das ist Cheaten. PUBG wird schon viel gecheatet auch. Aber ich glaube, es gibt andere Spiele, die sind da diesbezüglich viel schlimmer. Bezüglich Cheater-Situationen als PUBG. Das ist natürlich immer subjektiv und wenn man zweimal in einem Server oder dreimal hintereinander in einem Server war und von einem Cheater weggemacht wurde, dann ist es natürlich was für viele sau frustrierend ist. Und die haben dann das Gefühl, dass jeder PUBG-Spieler ein Cheater ist. Das stimmt nicht, ne? Also es gibt auch mehr als genug normale Leute. Ihr könnt es rauskriegen, indem ihr, wenn ihr bei jemandem das Gefühl habt, dass er wirklich extraordinär gut spielt, dass ihr da einfach. Ich hock nur im Busch und laber, sorry. Sorry dafür. Aber das muss ich kurz loswerden. Dass ihr dann einfach. Da oben fliegt unser noch. Paraglide. Dass ihr den meldet und dann guckt er mal, ob dieser Ban ausgesprochen wird oder nicht. Wichtig ist aber auch, dass er nicht zu viel meldet. Wenn er zu viel meldet, dann werden eure Meldungen irgendwann, glaube ich, nicht mehr ernst genommen. Also, ich habe es mir irgendwann mal zur Gewohnheit gemacht, wirklich, wenn ich in den letzten 5 war und einer hat mich, naja, also ich habe sehr viel gemeldet, sagen wir es mal so, ich habe viel gemeldet. Und ich glaube, am Schluss wurden meine Meldungen nicht mehr angeguckt, deswegen. Deswegen, seid mit Meldungen sparsam. Wirklich nur, wenn ihr wirklich sehr sicher seid, dass, der andere cheatet, dann solltet ihr melden. Bestes Beispiel für sowas finde ich es immer im Arcade. Wenn du einen Server hast mit Leuten, die Tier 3, Tier 4 haben, oder Tier 2, 3, 4 und hohe Level, und es ist einer dabei, der hat Level 1 und ist Zweiter oder so, oder Erster im Server, dann ist es für mich ein Zeichen dafür, dass dem sein Account irgendwann mal gekillt wurde. Und aufgrund von beispielsweise Cheaterei hat er einen neuen Account erstellt und probiert den Trick nochmal aus. Ne? Und sowas ist auch immer meldenswert. Also das heißt nicht, dass Leute mit hohen Levels nicht auch cheaten, aber bei denen ist es halt schwerer rauszufinden. Leute mit niedrigen Level, die spielen wie Götter, da könnt ihr definitiv auf den Report-Button mal klicken. So, jetzt habe ich aber viel gelabert hier. Und wir müssen außerdem auch in die Zone. Shit, wir müssen nach. Shit, jetzt müssen wir außen rum. Okay, alles klar. Wir gehen außen rum. Ich gehe da nicht durch. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Hier durch die Ortschaft zu marschieren. Generell glaube ich nicht, dass es eine gute Idee ist, jetzt hier rumzumarschieren. Ach so, und generell, wenn ihr dieses Game in irgendeiner Art und Weise besser werden wollt, spielt Arcade. Wirklich, Arcade ist der Schlüssel zum Erfolg. Oh, fuck, ich habe so keine Lust, da jetzt durchzulaufen. Oh, das sieht eigentlich noch ganz gut aus, ne?
Da ist sind denn die 9 mm. Jetzt habe ich genug. Ja, da liegt sie jetzt, meine 9 mm Munition, alles klar. Das finde ich sehr gut. Das finde ich sehr gut. Das war eigentlich noch eines dieser Utensilien, die ich unbedingt gebraucht habe. Schalli. Spiel Schalli. Schalli können Leben retten. Weil in dem Game laufen einige rum, die sofort lokalisieren können, wo ihr seid, wenn sie euch hören. Wirklich. Da sind Leute dabei, die hören, wo der Schuss herkommt, drehen sich um und schießen direkt in die Richtung. Also die können das wirklich pinpointen. Gerade mit gutem Headset geht es. Und wenn ihr einen Schalli habt, nimmt er den diesen riesen Vorteil. Und dazu habt ihr noch den Vorteil, dass... Jetzt müssen wir echt aufpassen. Dazu habt ihr noch den Vorteil, dass ihr auch von den anderen Playern natürlich nicht gehört werdet. Ne? Also Schalldämpfer ist die ultimative Lebensversicherung in dem Game. Hört ihr den? Da unten ist einer mit Schalli. Direkt vor mir eigentlich. Bin ein bisschen exponiert hier. Der ist hier irgendwo. 320, ziemlich genau, ziemlich sicher. Schalldämpfer da vor sich hin. Ich weiß nicht, auf wen oder was der schießt. Ist aber auch egal. Ich werde mir den jetzt schnabulieren. Deli Divane hat schon ein paar Headshots gemacht jetzt. Wo ist der Crate? Wo ist der Bro? Wo ist der Bro? Zone macht jetzt Aua. Der muss hier ganz in der Nähe sein. Sie ihn nicht. Noch 14. Das ist ein bisschen schlecht. Fuck, wo ist der? Shit. Der Kasper, der ist rechts von mir. Ich muss weiter. Es gibt immer die Wahl zwischen pushen oder stehen bleiben und den Leuten in den Rücken schießen und dann durch die Zone sterben. Das sind die zwei Optionen. Da die Zone jetzt mittlerweile schon ziemlich reinhaut, empfehle ich in der jetzigen Situation sehen. Treffen. Empfehle. What the fuck, ganz ehrlich. Das war jetzt ultra nervig gerade. Bullet Drop. Was ganz Furchtbares in dem Game. Das ist halt auch was, ne? Das Game hat ultra realistisches Gunplay. Wenn ihr nur einen Schalli habt, müsst ihr den Schalli immer hin und her switchen zwischen den Waffen. Boah, ich habe so keine Lust, in die offene Fläche reinzurennen. Da vorne fliegt unser Glider-Dude. Ja, okay, sie haben mich gesehen. Nicht verwunderlich, ehrlich gesagt. Ich weiß aber, wo er ist. Ist hier irgendwo. Das ist übrigens ziemlich tödlich für die Jungs, wenn die schießen. Ja. Ihr könnt irgendwann sagen, wo die Schüsse herkommen. Und dann geht er einfach in Deckung, ohne dass er die Gegner sieht, die auf euch schießen. Also ich sehe ihn jetzt zum Beispiel nicht, weiß aber trotzdem, dass er hier irgendwo ist.
Boah, Scheiße, überall schalte ich Sniper. Es geht. Ich blick jetzt nicht mehr durch. Sie wird sterben, so oder so im Sniperfeuer. Vor uns. Vor uns ist irgendwo einer mit Schalli. Direkt vor uns. Unser anderer Spacken. Noch hinter uns. Wo ist denn der andere Dude, der hier mit Schalldämpfer rumgeballert hat? Auto? Der kommt jetzt zu mir, oder was? Ich bin hier ein bisschen unglücklich an der Ecke. Muss ich echt sagen. Noch 9. Wird langsam weniger, ne? Ich warte noch kurz. Also Gefahr kommt von hier. Ah ja, Gefahr kommt von überall. Vorne ist noch Charlie Action. Wir warten kurz. Oh nee, ey. Da ist noch einer mit einer M24 Schall gedämpft auch. Dann haben wir noch unseren Bro mit dem Dings, mit dem Glider. Sag mal, wie viel Sprit hat der Dude? Rein in den Wald. Zügig. Yes, sir. Noch 7. Ganz gut. Rein in den Wald. Wie Hänsel und Gretel. Den haben wir gut weggemimst. Das hat fast schon Aimbot-mäßig ausgesehen, wie ich da getroffen habe. Aber ich habe kein Aimbot installiert, das könnt ihr ganz einfach daran sehen. Dass... Der hat auf mich geschossen. Ja, High Ground ist immer gut. Noch 4 am Leben. Was? Granate oder was? Wir bleiben hier liegen. Und warten mal. Der kommt jetzt hier hochgepusht und kriegen wir. Dann erklären wir ihn mal. Ah, doch nicht. Der ist hier rechts. Jetzt habe ich verschissen. Verloren, wollte ich sagen. Ne, ich lieg noch drin, oder? Oh, ich hab ihn gesehen, ich hab ihn gesehen. Oh, das ist ungefitter. Naja, also jetzt nochmal so. Wir sind zumindest mal in die Top 3 gekommen, was eigentlich schon mal gar nicht so schlecht war, glaube ich, in dem Server. Ich hatte ihn gesehen.
Ich hätte, wenn ich mit dem Schalldämpfer geschossen hätte, hätte er wahrscheinlich nicht sofort die Chance gehabt, mich zu locaten. Aber es war gerade ein bisschen hektisch, deswegen habe ich es nicht rechtzeitig geschafft, den Schalldämpfer wieder auf die auf diesen Assault Rifle drauf zu knallen. Die bessere Strategie wäre gewesen, einfach langsam in die Zone rein. Yes, Sir, der hat ihn auch gesehen. Yes, Sir. Seht ihr das? Also es sind keine Noobs mehr am Start hier. YWWECT hat ein relativ niedriges Level und ist aber ziemlich weit nach vorne gekommen. Naja, hat kein Aimbot. Spielt gut einfach. Spielt einfach gut. Jaja, nee. Aber der kriegt's jetzt, weil der andere Bro ist halt in der Zone. Und die Zone zeckt jetzt halt schon richtig. Ne? Ja, genau. Jetzt kriegst du's. Der hatte einfach die Millisekunde, die er jetzt gehabt hat, ne? Die hat er nicht genutzt. Ah, ah, Junge, das wird nix. Hab ich's nicht gesagt, oder? Der Typ war der, der sich mit mir das Battle gegeben hat. Der hat ziemlich teure Skins und ist kein Anfänger gewesen. Insofern bin ich überrascht gewesen, dass ich das überlebt habe. Ich sag mal, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch Spaß gemacht hat, schaut gerne beim nächsten Mal wieder zu. Und bis dahin sage ich danke. Passt auf euch auf und macht's gut, ja. Ciao, ciao.